Abschließend möchte ich Ihnen noch eine Methode vorstellen, mit der man in effizienter Weise die Rekurrenz bzw. Transienz einer Irrfahrt auf ZD untersuchen kann. Und das ist die Aussage von dem folgenden Satz. Also ich betrachte eine Markov-Kette Xn, zu der ich annehmen möchte, dass sie irreduzibel sei und dass sie als Zustandsraum habe das euklidische Gitter Z hoch D. Und Irrfahrt meint das Folgende, dass ich die Übergangswahrscheinlichkeit Pxy schreiben kann als ein Wahrscheinlichkeitsmaß μ von der Differenz y minus x. Und weiterhin möchte ich mit Phi bezeichnen die zugehörige charakteristische Funktion von diesem Wahrscheinlichkeitsmaß μ. Das ist also nichts weiter nach Definition als Phi von t ist definiert als das Integral über Rd von e hoch i Skalarprodukt zwischen t und x und i ist hier die imaginäre Einheit, integriert gegen μ dx. Und dadurch, dass unser Maß μ ja nur Werte annimmt auf Zd, kann man das explizit schreiben als die Summe über alle x aus unserem Zustandsraum e hoch i Skalarprodukt zwischen t und x multipliziert mit μ von x, was nichts weiter ist als die Übergangswahrscheinlichkeit p0x. Und dann sagt der folgende Satz das folgende aus, nämlich die Markov-Kette xn ist genau dann rekurrent, wenn der folgende Limes unendlich ist, nämlich ich bilde den Limes lambda gegen 1 von diesem Integral über dieses halboffene Intervall minus pi pi hoch d von dem Realteil von der folgenden komplexen Zahl, nämlich 1 geteilt durch 1 minus lambda phi von t dt. Bevor ich auf den Beweis dieses Satzes eingehen möchte, möchte ich noch zwei, drei Dinge von diesen charakteristischen Funktionen, die hier auftauchen, wiederholen. Also aufgrund der Tatsache, dass xn eine Irrfahrt ist, kann ich xn natürlich auch wie folgt darstellen, wenn sie in x startet, als die Summe x plus diese Summe dieser zks, wobei diese zks unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen mit Werten in Zd sind, wobei gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass z1 den Wert y annimmt, gerade gegeben ist durch μ von y. Das ist sozusagen eine probabilistische Darstellung meiner Irrfahrt. Und was ich jetzt weiß, ist das Folgende. Der erste Teil ist natürlich μ von 0 ist 1. Warum? Na, wenn ich hier t gleich 0 einsetze, sehe ich, dieser Term ist gerade 1, wenn ich jetzt besser hier hingucke. Und was dann noch übrig bleibt, ist die Summe über x von meiner Übergangsfunktion, beziehungsweise in dem Fall von meinem Wahrscheinlichkeitsmaß μ, und das ist gerade 1. Weiterhin gilt auch, dass der Betrag von phi von t nach oben beschränkt ist durch 1 aufgrund der Tatsache, dass ich durch die Dreiecksumgleichung die Beträge in diese entsprechende Summe reinziehen kann, die e-Funktion, die dann übrig bleibt, durch 1 abschätzen kann und dann auch wieder die Normierbarkeit des Wahrscheinlichkeitsmaßes μ bzw. dieser Übergangs- oder diese stochastische Matrix und deren Summierbarkeit bezüglich der Zeilensummen ausnutzen kann. Daraus folgt sozusagen die erste Beobachtung. Und die zweite Beobachtung ist wesentlich für den Beweis. Nämlich, ich möchte mir mal angucken, was ist denn die Fourier-transformierte der n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit? Also ich gucke mir an, die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0 in n Schritten in x zu sein und berechne von dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung oder von diesem n-fachen Matrixprodukt der stochastischen Matrix die entsprechende Fourier-Transformierte. Das ist also nichts weiter als die Summe über alle z e hoch i tx, Entschuldigung, die Summe über alle x e hoch i tx mal diese Wahrscheinlichkeit en0x. Dadurch, dass wir ja hier in diesem speziellen Fall eine Irrfahrt vorliegen haben, können wir diese Summe, die hier auftaucht, auch als Erwartungswert bei Start in 0 schreiben von e hoch i t xn, dem Prozess zum Zeitpunkt n, das wäre genau diese Wahrscheinlichkeit und ich habe nur den Erwartungswert hier ausgeschrieben.
Und jetzt nutze ich aus, dass xn eine Irrfahrt ist, die in 0 startet. Das ist also nichts weiter als die Summe k gleich 1 bis n von diesen zks. Das kann ich natürlich auch schreiben als dieses Produkt k gleich 1 bis n von e hoch i, Skalarprodukt zwischen t und zk. Jetzt weiß ich aber, diese zks sind unabhängig identisch verteilt. Sprich, ich kann die Unabhängigkeit benutzen und dieses Produkt aus dem Erwartungswert ziehen. Und ich kann die identische Verteilung benutzen, um damit den folgenden Ausdruck zu erreichen, nämlich den Erwartungswert von e hoch i t z1 in Klammern hoch n. Und jetzt sieht man, das ist ja nichts weiter, was hier steht, wenn ich es zurückschreibe in diese Summennotation, nichts weiter als dieses phi t. Das ist ja genau die Definition, die hier steht. Das heißt, die n-fache oder die Fourier-transformierte der n-fachen Übergangs- oder n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit lässt sich im Falle einer Irrfahrt genau dadurch ausdrücken, dass es die die Fourier-transformierte der Einschritt-Übergangswahrscheinlichkeit zur Potenz n ist. Und das wird sozusagen entscheidend sein im Beweis des Satzes von Chang und Fuchs. Zudem gibt es noch die Möglichkeit, auch aus dieser Gleichung, die wir hier haben, wieder die Übergangswahrscheinlichkeiten zu extrahieren. Und dabei benutzen wir den Satz von Lebesgue in folgender Art und Weise. Also ich möchte mir einmal angucken, das folgende Integral. Dieses 2pi hoch minus d ist eine Normierungskonstante. Dann habe ich dieses Integral über diese halboffene Menge minus pi hoch d. Und ich integriere phi t hoch n bezüglich der Funktion e hoch minus i, Skalarprodukt zwischen t und x. Und ich integriere bezüglich t. Jetzt sehe ich natürlich aufgrund dieser Vorüberlegung, die wir hier angestellt haben, ich kann natürlich phi t hoch n ersetzen wieder durch diese Summe. Dadurch, dass wir hier schon x drin haben, möchte ich hier die Summationsvariable mit z bezeichnen. Und das ist sozusagen hier geschehen. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte diese unendliche Summe mit dem Integral vertauschen. Und dazu schreibe ich das mal explizit hin als den Limes r gegen unendlich von dieser endlichen Summe, nämlich z in zd, sodass die Norm von z kleiner ist als r. Und dann sehe ich natürlich aufgrund, ich habe hier natürlich eine integrierbare Majorante. Ich kann das Ganze natürlich nach oben beide Terme durch 1 abschätzen und das Ganze Integral ist endlich. Also darf ich diesen Limes mit dem Integral vertauschen. Dann bleibt übrig eine endliche Summe, die ich natürlich auch mit dem Integral vertauschen kann. Und dann kann ich natürlich den entsprechenden Term, der hier jetzt mit der Variable z aus, Summationsvariable z ausgedrückt ist, aus dem Integral herausziehen, weil er nicht von t abhängt. Und übrig bleibt dieser Ausdruck, dieses Integral minus pi hoch d mal e hoch i t, Skalarprodukt zwischen t und z minus x, wobei das minus x von dem Faktor herkommt und das i hoch i tz aus diesem Term. Jetzt kann man sich angucken, was ergibt denn dieses Integral? Wenn man das jetzt explizit umschreibt in die entsprechenden Koordinaten und diese Integrale berechnet, dann ergibt sich, dass dieses Integral 0 ist, für alle x, die ungleich sind oder die verschieden sind von z. Und das ist im Falle, dass x und z gleich sind, dieses Integral gerade den Wert 2pi hoch d ergibt. Der kürzt sich in dem Fall natürlich mit diesem Vorfaktor 2pi hoch minus d. Man sieht also sozusagen, diese ganze Summe, die wir hier haben, bricht zusammen und der einzige Term, der übrig bleibt, ist der Term z gleich x. Das heißt, wir gewinnen auf diese Weise unsere n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den Zuständen 0 und x zurück. Kommen wir jetzt zum Beweis von dem Satz 2.17. Was ich machen möchte, ich möchte in dem ersten Schritt ein Parameter Lambda zwischen 0 und 1 fixieren. Und ich möchte mir angucken die folgende Reihe, nämlich die Summe n gleich 0 bis unendlich, Lambda hoch n mal pn 0, 0.
Und diesen Parameter Lambda haben wir eingeführt, um sicherstellen zu können, dass diese Reihe konvergent ist. Und diese Reihe möchte ich mit R-Lambda bezeichnen. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte genau diese Endschritt-Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den Zuständen 0, 0 ausdrücken mit Hilfe von der Fourier-Transformierten. Das ist genau das, was wir hier vor in dieser Bemerkung gemacht haben, nämlich Pn 0, 0 ist nichts weiter als dieses Integral, wenn ich x gleich 0 setze. Wenn ich hier aber x gleich 0 setze, verschwindet komplett diese Exponentialfunktion. Es bleibt einfach nur das Integral von dieser Funktion phi t hoch n übrig. Und das steht genau an dieser Stelle. Was ich jetzt ausnutzen möchte, ist, ist der Satz von Bepo-Levi, der mir erlaubt, diese Reihe mit diesem Integral zu vertauschen oder eine Anwendung von dem Satz von Lebesgue. Das folgt daraus, dass wir hier eine integrierbare Majorante haben. Und aufgrund der Tatsache, dass Lambda Strich kleiner als 1 ist, wir auch summierbar sind. Daraus ergibt sich also das Folgende, nämlich dieser Vorfaktor 2pi hoch minus d, das Integral über diesen halboffenen, über die halboffene Menge minus pi hoch d. Und dann bleibt übrig die Summe n gleich 0 bis unendlich von Lambda mal phi t in Klammern hoch n. Und jetzt sieht man, was hier übrig bleibt, und der Tatsache, dass ja Lambda strikt kleiner ist als 1 und die Funktion phi t in der Norm durch 1 beschränkt ist, haben wir hier natürlich eine konvergente Reihe darstellen. Ich kann natürlich die Formel von der geometrischen Reihe benutzen und erhalte den folgenden Ausdruck. Nämlich, dass das Ganze sich verhält wie 2pi hoch minus d mal das Integral über dieses halboffene Intervall minus pi pi hoch d. Hier ist ein Tippfehler. Und dann bleibt noch übrig 1 geteilt durch 1 minus Lambda mal phi t dt. Und dadurch, dass wir natürlich wissen, das sind alles reelle Größen, damit ist R Lambda reell, folglich muss auch diese Seite reell sein, wenngleich diese Fourier-transformierte auch komplexe Werte annehmen kann. Aber die müssen sich in diesem Integral sozusagen herausmitteln. Das heißt, aufgrund dieser Tatsache, dass diese Seite reell ist, kann ich natürlich auch den Realteil bilden. Den Realteil, das ist ja nichts weiter als eine lineare Operation, die darf ich auch mit diesem Integral vertauschen. Und ich erhalte diesen folgenden Ausdruck, nämlich dass R Lambda gerade gegeben ist durch 2pi hoch minus d mal das Integral über diesen halboffene Menge. Mal von diesem Realteil, von diesem Bruch 1 geteilt durch 1 minus Lambda phi t dt. Was wissen wir jetzt? Im Falle von der Konvergenz Lambda gegen 1, also wenn ich betrachte oder Lambda gegen 1 schicke, konvergiert natürlich die Funktion R Lambda gegen die Green-Funktion von dem Zustand also an der Stelle 0, 0. Von der wissen wir natürlich, im Falle von der Rekurrenz, dass sie den Wert unendlich annimmt. Und aufgrund der Tatsache, dass meine Markov-Kette Xn nach Voraussetzung irreduzibel ist, folgt also die Behauptung am Ende aus diesem Satz 2.1, der mir sagt, wenn dieser Wert unendlich annimmt, dann bin ich rekurrent. Und aus dem Satz 2.8, der mir sozusagen den Zusammenhang mit allen anderen Zuständen beschreibt. Ich möchte Ihnen eine kleine Anwendung von diesem Satz zeigen. Das ist das Folgende. Ich betrachte wiederum die einfache symmetrische Irrfahrt in ZD. Das heißt, das ist die Markov-Kette Xn auf dem Zustandsraum ZD mit der folgenden Übergangsmatrix, nämlich die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen x und y ist gerade 1 durch 2d, falls der Abstand zwischen x und y gerade 1 ist und 0 sonst. Berechnen wir doch mal in diesem konkreten Fall die charakteristische Funktion dieses zugehörigen Maßes μ oder dieser Einschrittübergangswahrscheinlichkeit. Dann stellt sich heraus, nach Definition ist das ja nichts weiter als die Summe über alle x aus dem Zustandsraum
e hoch i Skalarprodukt zwischen t und x von dieser Übergangswahrscheinlichkeit zwischen 0 und x. Jetzt sehen wir, diese Summe bricht zusammen auf alle nächsten Nachbarterme des Zustandes 0. Und jetzt sehe ich, was man daraus sieht, ist, dass sozusagen was auftaucht, ist der Term i gleich 1 bis d und dann summiere ich auf die Einheitsvektoren e hoch i und e hoch minus i. Und jetzt kann ich natürlich einfach die Definition von Cosinus benutzen, der sagt, dass Cosinus von ti nichts weiter ist als ein halb e hoch i mal ti plus e hoch minus i mal ti. Und auf diese Art und Weise erhalte ich hier diesen Cosinus und der Faktor 2 ist absorbiert in der Definition von diesem Cosinus und ich erhalte hier noch diesen Vorfaktor 1 durch d. Was sehen wir daraus? Dass im Falle der einfachen symmetrischen Irrefahrt die charakteristische Funktion nur reelle Werte annimmt. Außerdem kann man sich leicht durch eine Taylor-Approximation überzeugen, dass ich diese Differenz zwischen 1 und Cosinus von s im Falle, dass s Werte annimmt zwischen minus pi und pi, nach oben abschätzen kann durch s Quadrat halbe und nach unten abschätzen kann durch s Quadrat sechstel. Und jetzt möchte ich den Satz 2,17 ins Spiel bringen. Und dazu möchte ich zuvor folgende Vorbeobachtung anstellen, nämlich ich möchte im Prinzip den Term 1 minus Cosinus, der, wenn ich den Limes Lambda gegen 1 ausführe, hier ja übrig bleibt, also steht ja Summe über alle i gleich 1 bis d, 1 minus Cosinus ti dann an der Stelle stehen. Den kann ich durch dieses ti-Quadrat dann entsprechend abschätzen und dann bleibt hier natürlich nichts weiter als die 2 Norm zum Quadrat übrig. Jetzt sieht man aber das Folgende, wenn ich das Integral bilde um eine offene Kugel mit Radius Epsilon um die 0 herum von der Funktion 1 geteilt durch die 2 Norm zum Quadrat, dann kann ich natürlich Polarkoordinaten einführen. Also Kugelkoordinaten und erhalte hier den entsprechenden dimensionsabhängigen Vorfaktor und was übrig bleibt, ist das Integral von 0 bis Epsilon von r hoch d minus 1 mal, jetzt, das ist sozusagen, das kommt aus der Koordinatentransformation, kommt dieser Faktor und was noch übrig bleibt, ist hier der Faktor 1 geteilt durch r Quadrat. Das steht genau hier. Jetzt kann ich mir angucken, wann konvergiert denn dieses Integral? Oder wann divergiert das Integral? Stellt sich heraus, dass dieses Integral divergiert, genau dann, wenn d einen Wert annimmt, der kleiner gleich 2 ist, und konvergiert entsprechend, wenn d einen Wert annimmt, der größer ist als 2. Und mit dieser Überlegung kann ich jetzt in den Satz 2,17 reingehen und diesen Ausdruck mit Hilfe von dem Integral, was wir gerade betrachtet haben, nach unten abschätzen und erhalte damit genau die Rekurrenz der einfachen symmetrischen Irrfahrt in Dimensionen kleiner gleich 2 und entsprechend die Transienz mit Hilfe dieser unteren Abschätzung im Falle d größer als 2. Und um Ihnen sozusagen einen Ausblick zu geben, wie doch mächtig diese Methodik ist, möchte ich hier mein Beispiel noch als Aufgabe formulieren, bei der es mal nicht nur um nächste Nachbarsprünge, die wir ja bisher nur betrachtet haben, geht. Also ich betrachte hier jetzt eine irreduzible Markov-Kette xn mit Zustandsraum der ganzen Zahlen. Und die Übergangswahrscheinlichkeit ist wieder gegeben durch sein Maß μ von der Differenz y minus x. Also ich betrachte hier eine Irrfahrt. Und von dem Maß μ möchte ich jetzt das Folgende annehmen. Zum einen soll es symmetrisch sein, also μ von x soll den gleichen Wert annehmen wie μ von minus x und das soll gelten für alle x in meinem Zustandsraum. Und zudem möchte ich noch eine gewisse
Annahme treffen, wie das Maß μ von x sich verhält im Limesbetrag x gegen unendlich. Und zwar soll es, wenn ich den Term Betrag von x hoch 1 plus Alpha gegen dieses Maß μ von x multipliziere, dann soll dieser Ausdruck gegen eine Zahl C1 konvergieren für ein festes Alpha größer 0. Und dieses C1 soll Werte annehmen, die strikt positiv sind und von oben wegbeschränkt sind von unendlich. Und dann zeigt sich, dass es in diesem Fall man die charakteristische oder das Verhalten der charakteristischen Funktion beschreiben kann und dann entsprechend den Satz 2.17 anwenden kann, um zu zeigen, dass im Falle, dass Alpha Werte annimmt zwischen 0 und 1, wobei die 1 nicht zugelassen ist, dass diese eindimensionale symmetrische Irrfahrt mit diesen langreichweitigen Sprüngen transient ist. Und wenn man sich das genau überlegt, bedeutet das ja im Falle, dass Alpha strikt kleiner ist als 1, dass mein Maß μ ein erstes Moment besitzt, wohingegen in diesem Fall das Alpha Werte annimmt zwischen 1 und 2. Das bedeutet, in diesem Fall besitzt mein Wahrscheinlichkeitsmaß μ ein erstes Moment, dass das bereits dazu führt, dass die entsprechende Irrfahrt rekurrent ist. Fassen wir jetzt hier also zusammen. Wir haben eine Menge verschiedener Methoden in dieser Vorlesung gesehen, mit deren Hilfe man untersuchen kann, ob eine Markov-Kette rekurrent bzw. transient ist. Gerade bei den letzten beiden, bei diesen Lyapunov-Funktionen, wie auch bei diesem Satz von Chiang und Fuchs, kann man jetzt nochmal gucken, was sind denn die Vor- und Nachteile. Und hier stellt sich heraus, dass die Lyapunov-Funktionen unglaublich robust sind. Also wenn ich eine Lyapunov-Funktion finde, dann kann ich damit natürlich auch hingehen und diese Untersuchung auf Rekurrenz und Transienz durchführen für eine beliebige Markov-Kette, wohingegen der Satz von Chang und Fuchs den Vorteil hat im Falle von Irrfahrten, also das ist entscheidend, ich brauche wirklich Irrfahrten, sehr konstruktiv zu sein. Also ich muss nur entsprechende Integrale auswerten. Weil das Schwierige bei den Lyapunov-Funktionen ist, es gibt keine systematische Möglichkeit, sich Lyapunov-Funktionen zu konstruieren. Also entweder man probiert rum und findet eine, aber man hat keine Möglichkeit zu sagen, diese Funktion tut es fast und jetzt muss ich noch ein bisschen korrigieren. Das ist schwer. Also das bedarf einer Menge Einsicht in das Modell, um geeignete Lyapunov-Funktionen zu finden. Das ist in gewisser Weise der Nachteil dieser Methodik. Worum es sozusagen in der nächsten Vorlesung gehen soll, ist die Frage nach dem Begriff des invarianten Maßes. Und das hängt jetzt wieder zusammen in gewisser Weise mit dem Verhalten der Übergangswahrscheinlichkeiten, der Endschrittübergangswahrscheinlichkeiten im Limes n gegen unendlich. So aber beim nächsten Mal mehr.